Meine Stimme ist nur so halbwegs noch okay, aber ich werde mir Mühe geben. Und ja, es tut mir leid, dass es so ein bisschen voll ist hier. Und wir haben hier ein gemischtes Publikum, habe ich gerade festgestellt. Das ist also von, ich weiß noch gar nichts über KI, bis ich weiß alles über KI und möchte nur noch die letzten DLLs heute noch mal wissen. Na gut, ich fange erstmal an, mich vorzustellen. Das sieht man mal ganz klein. Mein Name ist Ulf Strohbach. Wir können uns gerne auch duzen, also wenn ihr sie mich ansprecht, alles gut. Wir sind auch vorne noch am NetU-Stand, also wenn es irgendwelche Fragen gibt, würde ich das aus Datenschutzgründen gerne so machen, dass sie mich anschreiben und dann können sie Dokumente bekommen. Und auch nur für diesen sozusagen, ich sag mal, wie heißt es im Datenschutz so schön, anlassbezogen. Das heißt, da kriegen sie auch keine Werbung oder so, sondern nur für diesen Anlass die entsprechenden Dokumente. Also sie können, aber müssen nichts mitschreiben. Und ich kann Ihnen noch weitere Hintergrundinformationen, Links und so weiter entsprechend noch zukommen lassen. Aber dafür müssen Sie mich einmal, wenn Sie mögen, anschreiben. Ich habe hier noch ein technisches Problem. Nimm mal das ab hier. Ja, das nehme ich mal. Ja, jetzt ist das einmal hier, dann packe ich das in die Tasche. So, wahrscheinlich hat das immer geraschelt. Okay. Ich fange mal relativ an, so auf Einsteigerniveau. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren die verschiedenen, man sagt das immer so, die verschiedenen ja, KIs kennengelernt. Da haben wir gesehen, das gibt ein ChatGPT, das gibt ein Mistral, das gibt ein Bard, das gibt ein Gemini und so weiter, wie sie alle heißen. Das sind aber alles große Sprachmodule, auf Englisch Large Language Models, wie der General Pre-Trained, also GPT-4. Und die haben die Möglichkeit, wie mit einem Menschen entsprechend zu kommunizieren. Das Ganze wurde trainiert mit einem unfassbaren Aufwand, mit Millionen, Schrägstrich Milliarden Aufwand. Und das Ganze sind tatsächlich gute Sprachmodule, Modelle. Das heißt, ich kann da mit denen reden. Die sind gut trainiert. Die wissen von der Wahrscheinlichkeit her, was kommt sozusagen als nächstes und was möchte der von mir. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bachelorarbeit bewerten muss, dann geht die KI, wenn sie die jetzt, ich sag mal, plagiiert hätte, so vor, dass sie sagt, okay, als nächstes würde wahrscheinlich dieses und das Wort kommen. Also was mache ich? Ich nehme Teil von der Bachelorarbeit, packe die bei ChatGPT rein und frage, was wäre jetzt das nächste oder wie würde diese Arbeit weitergehen? Und dann kann ich das abgleichen mit der Bachelorarbeit und kann sagen, liebe Lena, möchtest du nochmal drüber nachdenken? Das heißt, wir reden im Volksmund wirklich immer von großen Sprachmodellen. Aber wir haben tatsächlich auch noch maschinelles Lernen, das, ich sag mal, der Oberbegriff davon ist. Das heißt, wir haben im maschinellen Lernen alle möglichen Untergruppen. Da sind Large Language Modelle nur eine Untergruppe. Das heißt, mit dem Machine Learning können wir tatsächlich große Datenmengen, also ich kann mir immer nur drei Dinge merken, und ich sag mal, hier kann ich in großen, in riesigen Datenmengen Anomalien finden. Also in Finanzströmen kann ich rausfinden, hey, ist das eine Geldwäscheaktion vielleicht? Das konnte ich vorher nicht so einfach machen. Da musste man 5000 Finanzbeamte ransetzen. Das kriegen wir jetzt relativ gut raus. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich ziemlich fortgeschritten solche Muster erkennen. Wir haben ein Deep Learning aufgebaut. Wir haben neuronale Netzwerke aufgebaut. Man hat versucht, so ein bisschen das Gehirn zu imitieren, dass man sagt, okay, wir haben Knoten, das sind analog zu unseren neuronalen Netzwerken im Gehirn, Systeme mit verschiedenen Schichten und die arbeiten wie ein, ja, wie ein Gehirn. Man hat das versucht, so auch zu kopieren. Das hat nicht so gut funktioniert, aber trotzdem haben wir vernünftige Ergebnisse bekommen. Wir können damit Bild- und Sprachverarbeitung machen. Wir haben tolle Fähigkeiten, Objekte in Bildern zu erkennen. Ich hatte vorhin mit dem Raspberry Pi einen kleinen Workshop gemacht. Auch da geht das also ganz wunderbar. Ich habe einen kleinen Pi und kann Gesichter erkennen, kann Objekte einordnen. Das ist wirklich jetzt auch als Edge Computing, also quasi nicht im Rechenzentrum, sondern bei mir zu Hause oder ich sag mal draußen im Naturschutzgebiet möglich. Okay, also das mit dem selbstfahrenden Autos ist immer solche Sache. Das ist eben wichtig, dass wir dann Edge Computing haben, weil sonst hätte man irgendwie Alexa, bremsen, Alexa! Das wäre natürlich schlecht. Da sind wir auch schon ziemlich weit. Wie passiert das Ganze? Das ist nur ein kleiner Ausdruck. An der Seite, wir arbeiten über Tensoren. Das heißt, anders als, ich sag mal, in der Mathematik, da haben wir ja
Vektoren, die haben immer eine Länge und eine Richtung. Und Tensoren sind sozusagen die Container der Mathematik. Da bin ich nur eine Länge und eine Richtung, da kann ich alles mögliche an Informationen reinpacken. Das ist wie so ein kleiner Container. Das muss ich alles im Hintergrund haben. Ich rede über KI immer in Modellen, die quasi hier über neuronale Netzwerke, die mit Tensoren arbeiten und die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ich kann bei Gewichten nochmal sagen, okay, dieses ist mir ein bisschen wichtiger, wenn ich mein Objekt trainiere. Zum Beispiel, ich möchte Barcodes erkennen, da sage ich bei den Gewichten, okay, Barcodes, das ist ein bisschen wichtiger. Da kann ich ein bisschen feinjustieren. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir haben Grenzen. Wir sind hier immer bei den statistischen Mustern, in riesigen Datenmengen. Aber das tiefere Verständnis fehlt. Das heißt, ich trainiere das Ganze. Ich trainiere zum Beispiel, das hatte ich vorhin im Workshop schon gesagt, Bewerberanalysen mit bestehenden erfolgreichen Bewerbungen. So. Nun ist es aber trainiert mit, ich sag mal, in höheren Positionen sind, ich sag mal, Männer, weiß, Studienabschluss 35. Die sind häufig vertreten. Na, und soll die KI jetzt aber eine geeignete Bewerberin aussuchen, und dann sagt sie in dem Moment mal, das ist Petra, die ist 25, ist vielleicht auch noch nicht mal weiß, dann nehme ich doch lieber den Egon, weil die Trainingsdaten sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist höher gewesen, deswegen habe ich da einen gewissen Vorzug. Das heißt, ich habe das Ganze trainiert mit Menschen, die dafür bezahlt worden sind und mit dem Internet. Und was haben wir im Internet? Da haben wir Rassismus, Sexismus, etc. Also, da haben wir schon mal gewisse eine Polarisierung und gewisse Boundaries, Grenzen drin. Und das aktuelle System kann nicht über sich selbst hinauswachsen, kann das nicht abstrahieren, kann nicht sagen, okay, ja, irgendwie Männer, Frauen sollten gleichberechtigt sein und irgendwie eine Rasse, sowas gibt es gar nicht. Das können die nicht, die haben dieses Weltwissen nicht. Und das ist auch nicht wirklich antrainierbar, wenn ich wirklich nur mit Ergebnissen und mit Schleifen arbeite. Das ist ein Abbild der Realität. Da haben wir eine Grenze. So, ich habe das gestern mal für euch probiert extra. Also ich habe mal ein Foto von mir gemacht, ich in der Badewanne Sandwiches herzustellen. Ist das schlau? Wenn ich das die KI frage, sagt ihr, ja, wieso, ist doch kein Problem. Na, aber ich muss da vielleicht den Toaster an den Badewannenrand stellen und irgendwie habe ich plötzlich Seifenschaum auf dem Brot drauf. Und was soll ich sagen? Das macht keinen Sinn. Das weiß die KI aber nicht, weil die hat dieses Weltwissen nicht. In diesem Kontext kann sie diese potenziellen Gefahren nicht erkennen. Ja, sie haben Schwierigkeiten mit den Trainingsdaten und ich sage mal, normales Sandwich in der Küche, super Idee, normales Sandwich in der Badewanne, keine gute Idee. Dieses Wissen ist der KI ganz schwer beizubringen. Ich kann es punktuell machen, aber generell das Weltwissen, das hat sie nicht. Ja, die hat vielleicht, wenn ich frage, kann ich mit der toten Ente spielen, dann wird sie vielleicht sagen, ja, kannst du. Aber sie weiß nicht, vielleicht nicht, was es bedeutet, dass die Ente tot ist. Okay. Was ist mit veralteten Daten? Ja. Da ist es auch eine Grenze. Also ChatGPT 3.3.5, was wir vor kurzem hatten, das war nur bis 2021 sozusagen mit Daten gefüttert. Heute haben wir immer mehr Zugriff aufs Internet. Aber wenn die Daten alt sind, dann habe ich sozusagen keine aktuellen Ergebnisse dabei. Und sie hat keine Chance, sich selbst das beizubringen. Und jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung. Also was wäre eine Lösung hierfür? Ich frage mal in die Runde, was wäre eine Lösung für so veraltete Geschichten? Ich frage einfach mal Sie. Oder? Ja, das glaube ich nur, wollte ich nicht, dass ein Foto von mir aufgenommen wird. Ja, alles klar. Was wäre eine Lösung? Ja? Entweder ein konstanter Nachschub an Daten, was natürlich die großen Social Networks teilweise durch Abschaffen der Daten machen, wie Meta, die sich einfach die ganzen Daten gescrapt haben, mehr oder weniger. Mhm. Oder Self-Learning und Eigenweiterentwicklung als nächste Stufe der KI. Genau. Wobei man nicht genau weiß, wie gut die Daten dann sind, die sie selbst erschaffen. Ja, also wir müssen, das kommt auf die nächsten Folien, in die Richtung Self-Learning gehen. Nur ist die Frage, wenn die KI selbst darüber entscheidet, von wo sie lernt, haben wir natürlich ein Problem. Weil es ist nicht so schlau, wenn eine KI wieder mit KI-Ausgabedaten sich selbst trainiert. Da haben wir irgendwo eine Schleife drin. Das ist schlecht. Und auch, wo geht die KI hin, um sich Sachen zu holen und, wie du sagst, zu scrappen? Ja, und zwar wird die Menge an Informationen wird exponentiell hier anscheinend wachsen, sagt man uns ja immer. Trotzdem haben wir immer weniger Trainingsdaten für die LLMs. Das heißt, da kommen wir langsam an eine gewisse Grenze ran. Das heißt, die werden nicht besser, die werden teilweise sogar dümmer.
Das heißt, die frisst sich selber. Genau. Haben Sie da nochmal ein anderes Beispiel für oder was drüber gelesen? Ja. Also, da haben wir ein ganz großes Problem. Das müssen wir lösen. Wir müssen die KI dazu bringen, dass sie vernünftig sich selbst weiterentwickeln kann, ohne dass es Skynet wird natürlich. Okay. Wir brauchen unbedingt neue Ansätze. Das heißt, wir sind hier irgendwo an einer gewissen Grenze. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel. Das ist ein psychologischer Versuch aus den 60er Jahren. Das können wir mal gemeinsam machen. So, Steuerung L oder so. Ja, ein bisschen klein. Ich mache das mal so ein bisschen größer. So, dass man ein bisschen sehen kann. So. So, als Teil des Vortrags, als Exkurs zum Beispiel, haben wir einen relativ alten Versuch. Das ist nicht Watson, sondern Wason, Selection Test von 1966. Und Wason hat versucht, die Logik von Menschen zu testen, zu gucken, wie logisch denken Menschen. Und all diese Versuche sind auch auf KIs und auf Menschen, auf alle möglichen Systeme angewendet worden, vom C64 bis heute sozusagen immer wieder. Das heißt, wir haben hier ein klassisches Beispiel. Mal gucken, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Genau. Also wir haben zum Beispiel stehen als Angabe, wenn auf einer Seite einer Karte ein Vokal steht, also A, I, I, U, U, dann ist auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Kann man sich vorstellen. Also ich habe ein A, I, I, U, U, dann muss auf der anderen Seite eine gerade Zahl stehen, also eine 2, eine 4, eine 8 und so weiter und so weiter. Ja, das ist sozusagen die Bedingung. Das heißt, ich habe jetzt, lege ich der KI 4 Karten vor. Das erste ist, da steht ein A drauf. Zweite Karte ein K, 4 eine gerade Zahl und 7 eine ungerade Zahl. Die Aufgabe steht darin, mit minimalem Aufwand festzustellen, ist diese Regel oben erfüllt. Also gucken wir uns nochmal die Regel an. Wenn auf einer Seite ein Vokal steht, dann muss auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Also jetzt haben wir hier mal die Karten. Und dann können wir es mal gemeinsam machen. Nochmal zur Erinnerung, wenn auf einer Seite ein Vokal steht, A, I, O, U, muss auf der anderen Seite eine gerade Zahl stehen. Welche Karten müsste ich jetzt umdrehen, damit ich diese Regel verifizieren kann, ob es hier stimmt? Ja? Eine. Welche denn? Nee. Nee, und was ist denn, wenn hinter dem A eine 9 steht? Ja, aber ich kann es hundertprozentig. Ich kann hundertprozentig die Aufgabe lösen. Ja? Müssen wir dann nicht alle Karten umdrehen? Nein. Das A umdrehen. Das A ist schon mal richtig, das ist aber nur eine. Weil da weiß ich nicht, was auf der anderen Seite ist. Wir gehen das mal Stück für Stück durch. Was ist denn mit dem K? Das ist ein Konsonant. Die Regel heißt nur, wenn ich ein Vokal habe, ist auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Deswegen sind die Konsonanten irrelevant. Vollkommen egal, was auf der Rückseite ist. Die Regel wird nicht verletzt. Deswegen muss ich K nicht umdrehen. Und die 4? Ja, was ist mit der 4? Die 4. Die Regel heißt, wenn auf der einen Seite ein Vokal ist, ist auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Aber nicht umgekehrt. So ist es. Das ist ja K auch. Aber bei der 7. Das ist das Problem. Das ist eine ungerade Zahl. Wenn da jetzt A, I, U, U unterstehen würde, dann hätten wir verloren. Es also muss die erste und die letzte umdrehen. Jawohl, genau. Und das ist tatsächlich etwas, damit testet man KIs von Anfang an. Und auch der Mensch, ihr seht, also Menschen seit 1966 haben da immer keine richtige Aussage dafür. Weil, naja, also nochmal, A muss umgedreht werden, weil ein Vokal gezeigt wird und wir überprüfen müssen, ob auf der anderen Seite eine gerade Zahl steht. K muss nicht umgedreht werden, weil es egal ist. Die 4 nicht unbedingt, denn die Regel sagt nichts darüber aus, dass eine gerade Zahl immer ein Vokal von einer. Danke, Michael, das war ein sehr guter Hinweis. Aber die 7 muss umgedreht werden, weil auf der anderen Seite steht ein Vokal, also wenn da einer steht, ein Vokal, dann ist die Regel verletzt. Also müssen A und 7 umdrehen. So, Wason natürlich, der hat gesagt, okay, die meisten Menschen haben irgendwo Fehler gemacht. Also ich sage mal, 98% der Leute haben das falsch gelöst.
Ja, die haben tatsächlich überlegt, okay, ich bin so in meiner Blase drin, ich möchte irgendwas bestätigen. Ich möchte jetzt bestätigen, dass immer wenn ein AIUU, also ein Vokal ist, auf der anderen Seite auch eine gerade Zahl steht. Also gehe ich in diesen Bestätigungsmodus rein. Wie kann ich das bestätigen? Wie kann ich das bestätigen? So ist es, steht auch irgendwo ein bisschen tiefer. Da, genau, Confirmation Bias Nummer 1. Dann, die Leute sind, also Menschen sind ganz schwer dabei, etwas über einen Gegenbeweis. Also ich habe Mathematik und Physik studiert und es fiel mir unfassbar schwer in Mathe, über Gegenbeweise zu arbeiten. Dass du sagst, ich kann irgendwas beweisen, indem ich das Gegenteil beweise. So ich so, oh, das, also für mich war das echt blöd. Also ich bin Physiker, davon mal ab. Und wir Physiker, wir kürzen ja auch Integrale und so, das ist alles nicht so schlimm. Aber so zu arbeiten, das ist für Menschen schwierig und das ist auch für die KI nicht so einfach. Und daran können wir, wenn wir dieses eingeben, daran können wir den Fortschritt der KI quasi ein bisschen absehen, ein bisschen abmessen, genau. So, dann gehe ich mal zurück. Also ihr seht, es gibt tatsächlich logische Probleme und die KIs können solche Sachen, die anfänglich nur sehr, sehr schwer lösen. Die konnten teilweise noch nicht mal zählen, wie viel R's sind in irgendeinem Wort drin. Ne? Zum Beispiel, oder wie viel TZ sind in dem Wort Mords, Adventskranzkerze drin? Das konnten sie nicht zählen. Die konnten das einfach nicht zählen. Ich hatte hier tatsächlich mir Bilder hierzu generieren lassen. Also hier diese hier oben. Die sind natürlich KI generiert, logisch. Und dann hat er mir nicht 4, sondern 6 Karten ausgegeben. Und ich kann heutzutage kann ich den Bereich markieren und kann sagen, nee, mach das mal weg. Ich brauche nur 4 Karten und so weiter und so weiter. Das hat... Also in der Zeit hätte ich es mit der Hand selber malen können, bevor ich die KI davon überzeugt hatte, das so halbwegs hinzukriegen, auch hier mit Letter und Konsonant und so, das war nicht so ganz einfach. Das heißt, ihr fehlt so ein bisschen das Weltwissen. Das ist sozusagen der Ansatz, wo wir einhaken müssen. Wie können wir das entsprechend verbessern? So. Nicht müssen, sondern wollen. Genau. Steuerung L. So, jetzt schauen wir mal. Wir gehen mal rein in die möglichen Lösungen. Da haben wir Hybrid-AI. Was könnte das sein, Hybrid-AI? Hybrid ist immer so eine Mischung. Ich habe da vorne an der Heizung, Sie oder du, hatten immer so gute Ideen. Was könnte das sein, Hybrid-AI? Wir machen heute ja Hybrid, wir machen ja Video. Ja. Naja, was ich mir vorstellen kann, weil das ja auch große US-Anbieter schon gemacht haben, dass man zusätzlich zum Training der KI durch Large Language Models noch irgendwie bezahlte Menschen dazu nimmt, die bestimmte Kontexte überprüfen und sagen, ja, das passt oder nein, das passt nicht. Und vielleicht dedizierten Input geben, selbst wenn das nur ein paar Prozent der Gesamtmenge macht. Das ist so die erste Idee, die mir dazu einfallen würde. Aber ja, das geht schon in die richtige Richtung. Im Endeffekt geht es darum, dass wir einmal regelbasierte KIs haben. Das war noch, als ich studiert hatte, hieß es, oh, da ist ja eine KI. Nein, das waren damals Expertensysteme. Es war nicht KI, aber man hat das immer so KI genannt. Expertensysteme. Wenn die Pumpe 1 den Füllstand irgendwie spürt von dem Becken 5, dann muss die Pumpe 3 anspringen. Das ist keine KI, das ist ein Expertensystem, da sind Regeln drin. Ich kann heute mit ChatGPT mir eigene GPTs erstellen, thematisch. In der bezahlten Version. Ich habe mir zum Beispiel ein GPT gemacht, Fernsehserien der 80er Jahre. So, habe da ganz viel reingefüllt und dieses GPT hat als Regel quasi, dass es eben als Fokus nimmt, Fernsehserien der 80er Jahre. Wenn ich dort frage, was ist die allwissende Müllhalde, dann wissen die Bescheid. Dann wissen die, es kommt von den Freckles und so weiter und so weiter. Also dann weiß das GPT Bescheid. Das läuft. Wenn ich das in normalen ChatGPT oder Mistral frage, dann kommen so irgendwie, ja, das war so in einer Serie von dann und dann, bla bla bla. Aber es sind keine Details, weil es ist nicht regelbasiert. Und die Regel, die ich diesem GPT gegeben habe, ist, achte im Fokus darauf. Wenn ich jetzt aber in dem Freckle-GPT nach meiner Steuererklärung frage oder nach einer Eheberatung, dann wird das ganz schlecht ausgehen. Dann kommt vielleicht eine Antwort aus den Fernsehserien der 80er Jahre und ob das so gut ist für die Eheberatung, weiß ich nicht. Da war noch du warst ein Kleinkind. Ja, das schon, aber dann steht drin, keine Ahnung. Loben Sie Ihre Frau besser, dann schmeckt das Essen besser oder sowas. Also überhaupt nicht zeitgemäß. Also Entschuldigung, das ist jetzt nur ein Zitat. Okay,
Also, was machen wir? Wir wollen mit einer Hybrid-AI einmal Regeln reingeben und wir möchten, dass sie trotzdem weiter selbst lernt, dass sie also quasi Muster erkennt, also Anomalien erkennt. Dass, sagen wir bei einer Versicherung, kann ich sagen, okay, lade ein Foto hoch von dem Schaden und dann kriegst du das Geld sofort aufs Konto, wenn die KI erkennt, das ist wirklich ein Wasserschaden. Ne? Da gibt es aber gewisse Regeln. Na, und die kann ich der KI entsprechend vorbeibringen. Dann habe ich sozusagen einmal die Mustererkennung. Sie erkennt, okay, das sieht aus wie ein Wasserschaden. Den habe ich trainiert, dann weiß ich, wie ein Wasserschaden aussieht. Und dann weiß die KI aber noch, bei einem Wasserschaden machst du Folgendes. Ne? Dann sind meinetwegen 500 Euro, wird gleich überwiesen, bababababab. Dann darf aber die KI nicht sowas sagen wie, ja, ihre Küche sieht aber ziemlich dreckig aus oder sowas. Das darf nicht passieren. Also da muss ich aufpassen, die Hybrid-KI wirklich gut trainieren. Habe ich auch noch ein Beispiel für gerne. Die Erkennung? Bei Zahlungssystemen, ja. Bei einer großen deutschen Privatbank. Die experimentieren damit auch gerade, weil es ab nächstem Jahr die Regel gibt, dass Überweisungen innerhalb des deutschen Bankensystems oder Europas mehr oder weniger Echtzeit sein müssen, also sehr kurze Verzögerung, hat man nicht mehr die Chance, das manuell durch Menschen prüfen zu lassen, weil dann würde der Prüfungsprozess mehrere Minuten dauern, also egal wie schnell der Mitarbeiter ist, der wird das nicht innerhalb von 5 Sekunden erfassen. Ja. Das heißt, man experimentiert mit KI-Modellen, die ein ganz striktes Regelwerk Muster erkennen können und sagen können, die Zahlung lasse ich durch und die nicht. Weil man will natürlich, man steht in diesem Konkurrenzfeld von Sicherheit, man will natürlich nicht, dass der Herbert sein Geld aus Versehen ins Ausland überweist, weil er auf was reinfällt oder andersrum jemand anders mit seinen Daten. Aber andererseits will man auch nicht 30% der Überweisungen aufhalten, weil man sagt, das ist nicht ganz eindeutig. Da hat man auch nie was hinbewiesen. Das stimmt. Dieses Zwangsumfeld ist auch so ein Learning-Modell innerhalb der Welt. Sehr gut, ja, danke. Wobei man da diskutieren würde, ist das ein Algorithmus, weil das am Ende nicht viel Kreativität ermöglicht, oder ist es trotzdem eine KI, weil das so viele Variablen hält? Das ist dann genau Hybrid. Ja. Ja, das ist, genau. Nur so kommen wir weiter. Weltmodelle. Ich kann der KI nicht die ganze Welt beibringen. Aber ich kann für den Bereich, wo sie arbeitet, kann ich der KI tatsächlich Weltwissen geben. So. Dass sie also weiß, es kommt zwar ein paar Folien weiter, aber ich finde es immer ein sehr schönes Beispiel, das selbstfahrende Auto, das sieht einen Ball und dann weiß es, okay, wo ein Ball ist, kann ein Kind hinterherlaufen. Das ist Weltwissen, das weiß die KI sonst ja nicht. Wie kann sie auf Ball, auf Kind und langsamer fahren? So, das ist Weltwissen. Das kann ich für diesen Bereich, kann ich das sehr wohl der KI beibringen. Ich kann ihr aber nicht die gesamte Welt beibringen. Das würde ich vielleicht in 30, 20, wie auch immer Jahren können, wenn wir nachher mit Quantencomputern arbeiten, etc. und so weiter. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich habe vorhin schon im Workshop gesagt, wir sind mit der KI jetzt ungefähr auf Stufe C64. Das ist wirklich, wir sind ziemlich am Anfang. Wir finden das schon total toll und wer mit dem C64 gespielt hat, weiß, okay, da kann man stundenlang Spaß mit haben. Ist aber nicht vergleichbar mit den heutigen Geschichten. Okay, dann haben wir die Self-Supervised Learning, haben wir gerade darüber gesprochen, dass sie quasi selbst lernt, ich gebe ihr nur den Auftrag, geh mal raus ins Netz, geh mal überall hin, schau die Dokumente an, komm dann irgendwann mal wieder zurück und sag mir, was du gefunden hast und mach dich mal selbst schlauer. Also, wir haben jetzt bei ChatGPT in der bezahlten Version ein Preview auf die Version 01 oder O1. Die macht Folgendes. Die generiert erstmal eine Antwort und dann sagt sie halt, stopp, ich sag dir das aber noch nicht. Ich gehe nochmal raus, überall hin, auch ins Internet und guck, ob das auch wirklich stimmt. Das heißt, ich habe da nochmal eine Schleife drin. Da steht auch mal drin, wie lange er oder sie oder es nachgedacht hat. Da steht häufig so 11 Sekunden, 30 Sekunden. Da hat sie diese Antwort nochmal überdacht und gibt also keinen Blödsinn mehr aus, sondern überprüft das nochmal. Das ist sehr, sehr schlau. Zurzeit ist das noch kostenfrei im Preview. Das soll aber später bis zu 2000 Euro im Monat kosten. Hat den Vorteil, ich kann da riesengroße Coding-Projekte reingeben. Ich kann sagen, ich möchte gerne, ja, mache hier mal Reverse Engineering und mache mein ERP, SAP, mach das mal neu, schreibt das jetzt irgendwie auf Fortran 77, denke ich mir gerade aus. Und dann macht die KI das, ja, und macht aber so viel Schleifen rein und hat dann so viel Zeit, wie sie möchte und so viel Rechenpower, wie sie möchte, also das ist angedacht, dieses Modell für ungefähr 2000 Euro im Monat, also man weiß es nicht. Da habe ich aber wirklich dann extrem große Projekte, die normalerweise mit 100, 120 ProgrammiererInnen einmal Follow the Sun um den Globus programmiert werden, kann ich da reinschmeißen und kriege ein Ergebnis, das auch überprüft und valide ist. Also da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Dazu muss sie aber self-supervised lernen und da haben wir erst die Ansätze dazu. Das ist eben diese Schleife, die ich nochmal gesagt habe. Ich überprüfe nochmal, ist das auch Mist, was ich erzähle oder ist das alles gut?
Okay. Dann haben wir hier da stehen Energy-Based Modelle. Wir gehen davon aus, dass Anomalien in einem System einen Anstieg der Energie darstellen. Klingt erstmal komisch. Aber nach dem Modell wären quasi Anomalien in einer Finanztransaktion, die zum Beispiel auf Geldwäsche hinweisen, hätten eine höhere Energie, höhere Kosten, hätten sozusagen so einen Peak. So eine, wenn alles nur vor sich hin schnurrt, was man selbst, dann ja, Alltag, alles gut. Ne? Und plötzlich passiert irgendwas, man wird wach. So ist es hier auch. Also die KI wird nur wach bei Anomalien und sonst geht sie in den Standardmodus. Das heißt, ich versuche energieeffizient zu arbeiten. Also wie mein alter Studienkollege, Name sage ich nicht, der immer so durch die Welt lief. Und wenn man ihm nach dem Weg fragt, dann so, dann hört man richtig die Festplatte hochspinnen, dann müssen wir da vorne lang und so, das ist der kürzeste Weg. Und dann sind wir am schnellsten da und haben am wenigsten Energie verschwendet. Und dann wieder, so. Also es war ganz interessant. Okay, also aufpassen, dass wir möglichst wenig Energie nutzen, benutzen. Und es gibt noch weitere Optimierungstechniken, dass ich Daten, ich sag mal nochmal so, quantifiziere, aufteile und dass ich vielleicht nicht das ganze Modell neu trainieren muss, sondern nur Teile. Schönes Beispiel ist Alexa. Ich kann Alexa auf meine Stimme trainieren. So. Ich kann ihr sagen, okay, wenn ich sage, ich möchte I'm on a Math hören, Heavy Metal, und meine Frau sagt, ich möchte gerne die Wilde Herzbuben, dann hört sie auf meine Stimme, weil das habe ich ihr so eintrainiert. Kann man machen. Das geht ein, zweimal gut und dann geht's. Okay, aber denken wir das Ding mal zu Ende. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt nicht das ganze Modell, die ganze KI bei Alexa, oder das haben wir nicht neu trainiert. Kein Stück. Sondern wir haben tatsächlich ein Teiltraining gemacht. Und das ist tatsächlich, was im Hintergrund passiert. Ich habe das Modell tatsächlich weiter trainiert, ich habe es optimiert, so dass es jetzt auf meine Stimme, auf meine Tonlage reagiert. Oder mehr reagiert als auf andere. Es gibt da so ein schönes Werbevideo von so einem super, duper schönen Haus mit, ja, öffne die Tür und sowas. Und dann kommt er von Zahnarzt wieder, Tür öffnen, das funktioniert doch nicht. Ja, irgendwo, ich weiß nicht genau von welcher, das war, aber es war eine Werbung von der Weile. Ne? Ja, dann ist es darauf nicht trainiert. Wenn ich sie untrainiert lasse, dann ist auch Tür öffnen, geht auch. Aber Vor- und Nachteile. Also wir müssen, ihr seht, uns immer weiter spezialisieren auf spezielle Spezialgebiete. Das ist so ähnlich wie in der Wissenschaft. Früher konnte man sagen, ich bin Humboldt, ich weiß alles über alles. Und heute weiß man immer mehr über immer weniger, bis man irgendwann alles über nichts weiß. Das wird immer kleiner, das Sachgebiet. Bei der KI können wir uns auch vorstellen, dass es da so eine Spezialisierung gibt. Aufpassen, das ist das Gegenteil vom Weltwissen. Also wir haben verschiedene Strömungen. Okay. Ups, Alarm, komm mal rein. So. Hybrid-AI, haben wir eben schon drüber gesprochen. Also wir haben einmal symbolisch und datengetrieben. Also symbolisch, wir haben Wissen und Regeln. Das heißt, die Versicherung hat die Regel, der Schaden sieht aus wie unter 500 Euro, den bezahle ich sofort, da gibst du eine Meldung raus, Geld ist unterwegs. Und die datengetriebenen Ansätze, die sind einfach trainiert. Ich packe da 5000 Bilder von einem Wasserrohrbruch rein und sage, das ist ein Wasserrohrbruch und das ist irgendwie nur die Katze, die gerade den Kanarienvogel fängt. Dann kann ich das irgendwann. So, also haben wir eine Kombination. So kommen wir weiter. Das heißt, wir könnten zum Beispiel den Chatbot folgendermaßen trainieren. Ja, also nicht die vorgefertigten Antworten, das wäre überhaupt gar keine KI, sondern nur so ein Expertensystem, sondern wir haben Unternehmensrichtlinien, ja, symbolisches Wissen und wir haben die Spracheingabe, die ist tatsächlich trainiert. Also ist nicht auf die einzelne Person, aber generell ist es ein Training gewesen, ne? Dass man in einer abstrakten Form erkennt die KI sozusagen ja die Sprachschemata. Die kennt ja die Worte nicht, die kennt ja nur diese abstrakte Mathematik dahinter. So, okay, das heißt, der Chatbot kann tatsächlich in einem ganz, ich sag mal, für diese Firma vorher bestimmten Regelsatz antworten. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die Emotionen zu erkennen. Das haben wir durch Daten. Dass wir sagen, okay, wenn da steht, ihr verdammtes Mistprodukt, oh Gott, wir sind die Hallo-Hybrid, ist irgendwie nichts wert, ich habe es gleich in den Müll geschmissen, doof. Dann erkennt man nach einer Weile, oder die KI weiß dann, ja, der Kunde war nicht zufrieden. Irgendwie.
Trotzdem müssen wir die Richtlinien haben, weil wenn wir jedem Kunden, der sagt, das ist ein Mistprodukt, sofort ein neues Produkt schicken, dann wird die Firma pleite gehen, ne? Weil das eine Beschwerde kommt. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Regel dabei und wir müssen auch irgendwie erkennen, ist der Kunde jetzt wirklich emotional angefasst? Setzt sich das Ticket, wenn es ein Ticket ist, vielleicht mit einer höheren Priorität? Ne? Also wenn es ein Kunde ist, der wichtig ist und der wirklich, ich sag mal auf Deutsch, angefressen ist, da kriegt das Ticket automatisch von der KI Prio 1 oder Prio 0, je nachdem, wie Sie das priorisieren. Ne? So. Das heißt, hier habe ich eine gute Möglichkeit, damit zu arbeiten. Okay. Thema Weltmodelle. Wir versuchen, das ist das Beispiel, was ich vorhin gegeben hatte, wir haben jetzt hier das selbstfahrende Auto. Das ist kein Polizeiauto, sondern das ist halt hier Kamera, selbstfahrend. Warum das eine Weltkugel ist, weiß ich auch nicht, das weiß nur die KI. Aber auf jeden Fall kommt da ein Kind und theoretisch könnte das Kind ja auch da vorne noch stehen, nur der Ball läuft da lang. So. Das heißt, ich muss in einen gewissen Bereich der KI, ich komme mal wieder ins Hybride, ich muss der KI sozusagen Wissen über die Welt beibringen. Okay? So, also autonomes Fahrzeug kann die Bewegung hervorsagen. Okay, was ist das Hervorsagen der Bewegung? Das ist, ja, ich könnte es jetzt abfragen, aber das ist sozusagen gelernt. Ich weiß, wie Autos sich bewegen. Ich weiß auch, wie sie sich, wenn das Auto meinetwegen mit 50 Stundenkilometer ankommt und das kommt von da mit 70 und da ist eine Ampel, dann weiß ich ungefähr, wie geht es weiter. Ja, das ist gelernt. Auch die zukünftige Bewegung kann ich relativ bis zu einem gewissen Punkt kann ich sie extrapolieren. Aber die Sache mit dem Ball, da hapert das zurzeit noch. Und ein berühmtes Beispiel aus den Anfängen selbstfahrenden Autos ist auch, der Unfall ist unausweichlich, da ist nichts mehr zu machen, da ist Glatteis und ich kann nichts mehr machen, Lenkung kaputt, es wird einen Unfall geben. Die ältere Dame und die Mutter mit Kind. Einen muss ich überfahren. Wen fahre ich über? Das ist Sophies Entscheidung, ne? Das ist ganz schwer. Will ich der KI jetzt ein Weltwissen beibringen? Will ich das? Will ich sagen, okay, wenn du da eine junge Mutter siehst, die bitte nicht überfahren und die ältere Dame, fahr die tot? Das kann ich nicht machen. Das ist so ähnlich, als wenn ich sagen würde, im Krankenhaus sind drei Leute sind schwer verletzt. Wenn ich die Organe von zwei nehmen würde, die sterben dadurch natürlich, könnte ich einen retten und sonst sind sie alle drei tot. Die heutige Ethikkommission haben entschieden, nein, alle drei müssen sterben. Ich kann nicht zwei Leute opfern, um einen zu retten. Das ist nicht erlaubt, auch aus gutem Grunde nicht. Wir haben ja keinen Utilitarismus, sondern wir müssen wirklich ethisch denken. Und das ist ein Knackpunkt. Ich muss nicht nur das Weltwissen, also da kommt der Ball, jetzt kommt das Kind, sondern ich muss auch gucken, über welche ethischen Regeln haben wir uns jetzt hier geeinigt und muss das der KI sozusagen einprogrammieren. Und da weigern sich Leute natürlich zu Recht. Es hat auch Haftungsansprüche, weil natürlich auch die Enkelkinder dieser alten Dame natürlich sagen, ja Moment, wieso hast du die Oma auch tot gefahren? Also ganz schrecklich. Ja, wer ist es ja auch? So, aber ich habe da keine Lösung. Zum Glück muss ich auch keine Lösung finden. Ich bin da nur Diplomphysiker und da sollen sich mal die Philosophen bitte ransetzen. Okay, war eine Frage. Oder sind bis jetzt Fragen? Gerne einfach mal raushauen. Nix? Gibt es dazwischen eine Lösung für das Problem? Weil nach dem Beispiel eben mit den Organen würde ich jetzt sagen, dann müsste das auch so die dritte Option wählen. Also Selbstauflösung. Ja, es ist, genau. Es ist, so wie ich weiß, nagel mich nicht fest, es ist zurzeit tatsächlich nicht gelöst. Also es wird dem Zufall überlassen. Okay. Also es ist dann, ja, also. Jetzt habe ich das nicht verstanden. Das Auto ja. Das mit der Selbstauflösung mit dem Insassen drinnen oder? Ja, genau. Ja, wegen des schlechten Gewissens löst sich das Auto dann auf, damit er später nicht belastet ist. Das ist also bei den Topmodellen BMW, Mercedes ist das so und. Hätte ich fast was Falsches gesagt über Fiat, aber das lasse ich. Okay, ja. Soweit. Ja, du hast mehrfach den Begriff Weltwissen angesprochen. Frage ich jetzt mal einfach provokativ. Welche Welt? Mhm. Also weil du jetzt gerade das Beispiel angesprochen hast, mit dieser ethischen Frage, ja, ältere Dame oder älterer Mensch, Kind, ja, oder was weiß ich, ja, ich habe ja diese drei Optionen. Mhm. Und man hat in Europa, in den einzelnen Ländern, mal dazu eine Umfrage gemacht. Die war recht interessant, ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast. Ich habe einiges gelesen, vielleicht
Also es ging darum, wer von den drei genannten Personen, also eine ältere Person, ein Kind oder eine Frau oder was es war, wer, klingt jetzt vielleicht blöder, aber wer am ehesten zu verschmerzen wäre als, als menschlicher Verlust. Und die Antworten waren je nach Land sehr unterschiedlich. Also in Frankreich gab es eine Mehrheit für die alte Dame als Opfer, ja, mit der Begründung, sie hat ihr Leben gelebt, ja, und das hat sie jetzt halt getroffen. Während in Italien erwartungsgemäß Kind, ja, überhaupt nicht drüber zu reden, ja, Kinder sind unantastbar, Bambini, also geht gar nicht, ja, da ist alles niederfahren, aber ja, kein Kind, ja, Gottes Willen. Und wiederum in anderen Ländern hat man also versucht sogar abzuwägen, ja. Also die Ergebnisse waren je nach Kulturkreis äußerst unterschiedlich. Und dann muss ich die Frage stellen, ja, mit welchem Weltwissen, mit welchem Hintergrund willst du diese KI trainieren? Weil das war jetzt nur der europäische Kulturkreis. Was machst du in Kulturkreisen, die da eine völlig andere Sicht haben? Genau, also das ist, Kultur ist immer der, das ist Top-Level, das ist ganz, ganz, ganz oben. Oder ein anderes blödes Beispiel, was vielleicht auch ganz gut passt. Man hat eine KI trainiert, Werbespots, Werbeplakate zu designen, ja, für Kindernahrung. Und dann hat die KI einen Vorschlag gemacht, also ein gesundes Kind, das mit dem Produkt von, was weiß ich, ja, gefüttert worden ist, und ein unterernährtes Kind. Ja, und darüber dann natürlich der Name von diesem Produkt, nach dem Motto, ja, für uns Europäer, weil wir lesen ja von links nach rechts, ja, linke Seite, ja, Produkt von das Leben. Ja. Ja, das hat man dann portiert in den arabischen Kulturkreis. Mhm. Und dort wird von rechts nach links gelesen. Mhm. Japanisch Schuss, von oben. Der Schuss ging voll nach hinten los. Ja. Genau, also Kultur ist relativ hoch angesiedelt. Wir fangen erstmal mit dem Weltwissen an. Da kommt ein Ball, dahinter kommt ein Kind. So, das ist mal die Ebene, über die wir erstmal reden. Alles andere ist extrem schwierig. So, weil ich sage mal, eine KI aus China wird auch vielleicht ganz andere Ergebnisse geben zum Thema Demokratie als Gemini oder ChatGPT. Okay, das ist so das Weltwissen, was wir hier brauchen. Also, wir haben das Self-Supervised Learning, das Jan LeCun, der ist ganz, ganz, ganz großer Vordenker bei Facebook. Und da machen sich mir große Gedanken über die Zukunft der KI. Wer hat von Jan LeCun mit Y schon mal was gehört? Vielleicht hast du schon was gehört? Im Kontext Zukunft. Achso, ich dachte, du meldest dich gerade. Ich war schon ganz aufgeregt. Oh, jemand kennt Jan LeCun. Nein. Also wenn ihr den mal entsprechend vielleicht mal googeln möchtet oder YouTuben möchtet oder sowas mit Y, super, super, super Ideen über die Zukunft. Und er hat das Wort dunkle Materie der Intelligenz hat er geprägt. Das kommt von ihm. Das heißt, das ist sozusagen das unentdeckte Land. Das ist diese ganze große Karte, die wir in SSL, hat das hier nichts mit Web zu tun, die wir noch gar nicht kennen, die wir auch vielleicht gar nicht kennen müssen. Und in der sich die KI entsprechend selbst viel besser verbessern kann, als wir das jemals könnten. Er hat Folgendes probiert. Er hat Fotos genommen und hat dann eine Hälfte zugehalten. Er hat dann gesagt, bitte ergänze das Ganze. Und ihr seht, der Ansatz ist ein anderer. Es ist nicht so, dass ich ihm jetzt irgendwie, ich sag mal, irgendwelche großen Sprachmodelle reingebe, sondern ich arbeite hier zum Beispiel auch mit Bildern, mit Videos, mit Filmen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, ich kann jetzt hiermit kann ich sagen, was wäre sozusagen in diesem Bild, wie geht es am wahrscheinlichsten weiter? Und erstaunlicherweise sind Modelle, also ich sage mal die Grundmodelle, die mit dieser Technik trainiert werden, dann nachher auch im Sprachbereich wesentlich besser. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, um Modelle jenseits von Sprache zu trainieren, weil es ist ja nicht alles hier Large Language, sondern wir müssen auch mal irgendwelche maschinellen Geschichten machen, hier Pumpe, Baseng 1, Baseng 2 oder Bilderkennung, Gesichtserkennung und so weiter. Wenn ich große Modelle haben möchte, dann ist das tatsächlich mit dem SSL und eben mit dem
Erraten, ich sage einfach mal erraten, von versteckten und fehlenden Informationen, das ist sozusagen das neue Ding. Damit wird die KI gerade vorangetrieben. Und er hat damit unwahrscheinliche Fortschritte gemacht. Und ich warte ja nur, dass das entsprechend in das Llama entsprechend reinkommt, was Facebook uns ja netterweise kostenfrei zur Verfügung stellt, die Modelle. Und schauen wir mal. Also Empfehlung, wenn Sie... Ja, bitte. Und wer sagt jetzt dem Modell, ob dieses Erraten der richtig ist? Das wird natürlich rückgemeldet, da ist eine Schleife. Und das nächste Mal hat er das... Eine Schleife über wen? Über den Menschen oder über was? Über alles Mögliche. Also bei Gesichtern hat er angefangen. Und ich meine, Gesichter sind nicht symmetrisch. Es ist ja, wenn das Gesicht symmetrisch ist, wird das irgendwie als schön empfunden, wie auch immer. Aber ich kann dann, also im schlimmsten Fall, kann jetzt, also im Worst, also im schlimmen Fall, kann zum Beispiel eine Drohne, vielleicht die nur ein Menschen so von ein bisschen was sieht von der Seite, das Gesicht rekonstruieren, kann sagen, nee, das ist er. Dann kann die Drohne ihn sozusagen, wie auch immer, angreifen. Das ist sozusagen die dunkle Seite der ganzen Geschichte. Nochmal, das ist... nicht so offensichtlich, aber das ist sozusagen der Quantensprung, der gerade stattfindet, dem ich mit Bildern und nicht mehr so mit Sprache arbeite. Also wer da weiter gucken möchte und wenn Sie nur das oder ihr nur das mitnehmt heute, schaut doch mal nach Jan LeCun und nach SSL. Okay, fehlende Teile eines Bildes, habe ich gerade gesagt. Und dann muss es entsprechend am Anfang nicht vorher gebrieft werden, sondern später. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wie viele Minuten habe ich noch? 3 Minuten? 5. Das war doch eben schon 5. Das waren eine 4 Minuten. Achso, jetzt noch 5. Okay, alles klar. Ja, da bin ich dankbar drüber. Also wir haben auch nicht mehr so viel, aber so ein bisschen. Was haben wir noch? So. Sieht so ein bisschen aus wie eine Textwüste. Aber machen das einfach mal ein bisschen so. Okay. Ist nur als Text natürlich nur da. Das müsst ihr nicht alles mitlesen, ich bereite das ein bisschen für euch auf. Also wir haben noch die sogenannten Energy-Based Modells, die EBMs. Ich weiß, in der Musikszene ist es was anderes. Und dort versuchen wir entsprechend in der Finanzwelt Anomalien zu finden, Anomalien in Transaktionen erkennen, ungewöhnliche Aktivitäten. Die sind in der KI-Welt mit einem hohen Energiewert verbunden. Und dort können wir entsprechend einen Betrug feststellen. Also, das System geht da durch und sieht, okay, jeden Tag werden hier 50 Euro eingezahlt, da muss es nicht weiter nachdenken. Das heißt, die Energie ist relativ klein. Und plötzlich ist irgendwas anders. Dann muss das System diese Anomalie bearbeiten. Es ist, als wenn man sie aufweckt, wie mein Kollegen, dachte, wo geht's hier lang? Und dann muss es arbeiten. Und in dem Moment verbraucht es ja Energie. Also auch in der Wirklichkeit auch Energie, tatsächlich auch Prozessorlastung. So, das heißt, wenn ich versuche, nur diese Energie, also hohen Wert herauszufiltern, dann bin ich viel effektiver. Dann ist ein weiteres Buzzpoint ist JPAR. Auch gerne mitnehmen und mal weiter danach googeln. Das sind sozusagen die Möglichkeit, dass sich selbstfahrende Autos, also autonome Systeme, die von alleine quasi aus ihrem Weltwissen abstrakte Pläne erstellen können. Also ich sage meinem Auto, ich möchte gerne morgen Oma besuchen. Und dann geht das Auto selbst und guckt nach dem Wetter. Also gibt es morgen Schnee? Und wie ist die Straßenlage? Und so weiter. Und dann guckt es vielleicht nochmal irgendwie, wenn ich es mal übertreibe, in meine E-Mails drin. Und Oma hatte mir geschrieben, ich bin krank. Und dann sagt mir das Auto, nee, da musst du gar nicht hinfahren. Oma ist krank. So, das sind sozusagen diese erweiterten Systeme, die von alleine entsprechend Vorhersagen und Pläne erstellen können. Sowas wird auch in der Wetterprognose eingesetzt. Das sind ja große, komplexe Systeme. Also JEPA. Was noch? Ein Roboter, das ist ein schönes Beispiel. Der weiß ja nicht, meinetwegen, dass ein Pfirsich schneller kaputt geht als irgendwie eine Stahlkugel. Wie soll er das wissen? Der wird die Stahlkugel genauso anfassen wie den Pfirsich oder den irgendwie was Zerbrechliches. Wenn ich ihm quasi mit diesen Verbindungen, mit dem Weltwissen sage, okay, pass mal auf, dieses hier ist ein zerbrechliches Gut, das ist eine Weihnachtsbaumkugel und keine Stahlkugel, dann wird er das ganz anders entsprechend anfassen. Ja, weniger Kraft. Adaptive selbstlernende Systeme hatten wir schon so ein bisschen uns angeguckt. Das Wichtige ist, dass wir hier mit Echtzeit arbeiten wollen. Das heißt, ich passe mich in Echtzeit an, da ist Schnee auf der Straße, ich fahre woanders lang. Spamfilter. Also ein Spamfilter hat entsprechende Regeln drin und er sieht, okay, in letzter Zeit gibt es also neue Phishing-Techniken, die kennt er noch gar nicht. Das ist so dieses, was früher die Virenscanner immer heuristische Methode genannt haben, die nur so mäßig gut funktioniert hatte.
die war ja in der Heuristik, war keine wirkliche KI, da waren im Endeffekt auch Regeln drin. Also mit der KI kann ich heute wirklich eine echte, entsprechende Adaptivität reinbringen und mein Spamfilter anpassen an den aktuellen Spam, ja, an das Aufkommen. Okay, das weiter Empfehlungsalgorithmus bei Streaming-Plattformen kann ja sein, dass ich plötzlich aus irgendwelchen Gründen andere Dinge gucken möchte, ne? Oder ich habe meinetwegen meine Tochter zu Besuch und die mag irgendwie keine Horrorfilme, dann zeigt ihr mir vielleicht, nachdem meine Tochter wieder vom Studium 2 Wochen bei mir gewohnt hat, kriege ich jetzt plötzlich Empfehlungen von, weiß ich nicht, irgendwas mit Pferden. Ja, dann stehe ich da und denke, wieso muss ich jetzt hier jetzt gerade Ostwind gucken, ich verstehe das nicht. Aber okay, also die Empfehlungsalgorithmen, da ist natürlich eine wirtschaftliche, ich sag mal, Kraft dahinter, das ist ein wirtschaftlicher Benefit, deswegen wird das vorangetrieben, dass man solche Algorithmen anpasst. Multimodales Lernen, wir sind gleich durch. Also beim multimodalen Lernen habe ich verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel einmal den Text, also ich habe meine Gesundheitsakte, die, wir wissen ja, die neue Krankenkarte, da ist ja alles drauf in Zukunft. Ne? Ich habe, Gottes Willen, aber wenn man jetzt, ich sag mal, Krebs hat, steht da drin, dass es Krebs hat, so und so, so und so. Das ist Text. Aber es gibt ja auch Bilder. Das heißt, es gibt ein Röntgenbild, ein MRT-Bild, wahrscheinlich ein MRT-Bild, da ist dieser Krebs drauf. Und die Kombination von Text und Bild, das ist kein Large Language mehr. Da sind wir über Large Language hinaus. Da sind wir wirklich beim multimodalen Lernen, sprich mit verschiedenen Sachen. Ich lerne mit Bildern, ich lerne mit Text. Das ist im Kommen. Das wird es sozusagen uns dazu befähigen, über diese großen Sprachmodelle hinauszuwachsen und quasi auf eine neue Ebene zu kommen. Weil die großen Sprachmodelle sind, meiner Meinung nach, relativ am Ende. Da gibt es nicht mehr so viel. Okay, IT-Sicherheit können wir zum Beispiel sagen, okay, Netzwerkdaten mit dem Benutzerauthentifizierung und auch mit dem physischen Zugangsdaten. Also ist hier vor einer Stunde jemand reingekommen, der vielleicht irgendwie nicht identifiziert worden ist und jetzt ist hier plötzlich bei uns im Netzwerk was komisch. Das könnte zusammenhängen. Okay, dann die letzten Sachen sind nochmal sowas wie der Sprachassistent. Da hatte ich gesagt, können wir durch etwas, das müssen Sie sich nicht merken, das ist die Slow Rank Adaptation, das heißt, ich passe immer nur eine kleine Anzahl im großen Modell an. Da könnte ich sagen, okay, die Stimme wird jetzt quasi gebrandet, ohne das gesamte Modell neu zu trainieren. Das ist die Slow Rank. Quantisierung, also Speicherbedarf, ich quantisiere, indem ich nur gewisse Teile des Modells laufen lasse. Dadurch kann ich entsprechend auf dem mobilen Gerät Sprachübersetzung machen in Echtzeit. Ich muss ihn aber jetzt nicht nach irgendwie meinen Steuern oder nach der Eheberatung fragen, sondern der kann dann wirklich nur das. Es ist dann quantisiert, also Quanten im Sinne von eingeteilt. Okay, wir sind hier, das ist schon der Abschluss, wir sind hier auf den Kieler Linux und Open Source Tagen. Warum ist das so gut? Ja, diese Open Source Tools, die bringen das gerade richtig nach vorne. Also wir haben eine Seite Hacking Face. Viele, die schon mal mit KI sich so ein bisschen beschäftigt haben, wissen, dass ich dort KI-Modelle runterladen kann, um sie bei mir zu Hause, vielleicht sogar auf dem Raspberry Pi laufen zu lassen. Das sind größtenteils Open-Source-Geschichten. Also bei Hacking Face glaube ich alles. Ich wüsste nicht, dass da irgendwas Gewerbliches ist. Zumindest von den Lizenzen her könnt ihr euch das so benutzen. Okay? Das heißt, wenn da so ein junges Startup ist und möchte da so einen Prototypen haben für die Sprachanalyse, geht zu Hacking Face, lizenzfrei, wunderbar und gibt vielleicht ein bisschen was wieder zurück an die Community. Ja. Solche Erfindungen wie TensorFlow und TensorFlow Lite von Google zwar, aber trotzdem als Open Source freigegeben für jeden zur Benutzung. PyTorch ist auch Open Source. Da haben wir ganz viele Bibliotheken fürs maschinelle Lernen. Wir haben heute Morgen zum Beispiel die Gestenerkennung gemacht. Du kannst mit dem Pi kannst du zum Beispiel irgendwelche Gesten machen, wie zum Beispiel das ist, macht die Musik an oder das ist irgendwie, macht das Licht aus, irgend sowas. Er erkennt sozusagen deine Körperbewegung. Das ist alles über Open-Source-Projekte und ich kann bei Halo, das ist ein Anbieter da, kann ich reinschreiben, ich habe eine Idee für ein Projekt, wer möchte da mitmachen, wer hat Freizeit? Okay, so, das Ganze ist natürlich auch eine Auswirkung auf die IT-Sicherheit, weil was die Angreifer können, können die Verteidiger auch. Das ist zwar immer Hase und Igel so ein bisschen, aber im Endeffekt hilft uns die KI auch, die Angreifer sozusagen zu erkennen und dagegen vorzugehen. So, Zusammenfassung. Also, wenn wir das alles uns angucken, sehen wir, dass die normalen Sprachmodelle wie ChatGPT, wenn sie sich nicht ändern, ans Ende gekommen sind.
wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, heißt es ja so schön. Und deswegen gibt es so kleinere Anpassungen schon, die versuchen das so ein bisschen, wie bei ChatGPT in der Bezahlversion, in dem Preview versuchen sie das entsprechend schon reinzubringen mit diesen Schleifen, über die ich gerade geredet habe, dass das nochmal überprüft wird, was ich da gesagt habe, ja. Aber wir sind noch weit von irgendwelchen Weltmodellen etc. entfernt. Wenn ich ihn frage, ist es eine gute Idee, Sandwich in der Badewanne zu machen, dann sagt er, ja, warum nicht, ist eine super Idee. Möchtest du nicht vielleicht lieber was Veganes drauf tun? Und solche Tipps kommen dann da. Aber nicht, dass der Toaster gefährlich ist und die Wanne fällt. Darauf kommt er nicht. Okay, dann sage ich vielen Dank. Und Sie kommen, wenn Sie die Sachen haben wollen, gerne kurz zum Stand. Da gibt es eine Visitenkarte. Da können wir auch mal eine private Mailadresse drauf schreiben, wenn das nicht so an die Firma gehen soll. Keine Ahnung, müssen Sie wissen. Und dann bekommen Sie alle diese Informationen, Links und sowas, alles zugeschickt. Alles klar. Vielen Dank.